Liebes Publikum, herzlich willkommen im Hades. Mein Name ist Orpheus und ich führe Sie heute durch die Vorstellung. Es geht um meine Frau, die Baumnymphe Eurydike. Ich bin hier, um sie aus dem Hades zu befreien und sie zurückzuholen. Gut. Also entweder Friede, Freude, Eierkuchen auf Elysion oder ewiges Leiden auf Tartarus oder völlige Auflösung meiner Existenz in Lethe, dem Fluss des Vergessens. Ja, und hier bleiben ist keine Option? Nope. Eine Hand streifte meinen Rücken von der linken Schulter bis zum Steißbein. Ich habe mich erschrocken. Alle Gläser fielen auf den Tanzboden und zerbrachen. Mach dich nicht dreckig. Dein schönes Kleid, mach das nicht. Kletter da nicht hoch. Das ist gefährlich. Sag das nicht. Das ist anmaßend. Und das kleinste Stück. Sei bescheid. Verlange nichts. Werde nicht wütend. Das ist vergessen. Sei sportlich, aber nicht zu viel. Sieht schnell männlich aus. Sei schlau, aber keine Geschichte. Mach keine Kmassen. Zeig ein bisschen Haut. Aber nicht zu viel. Die Angst raubt mir den Atem. Immer wieder. Die Ohnmacht folgt dicht hinterher, paralysiert mich, macht mich stumm. Aber dann atme ich. Tief ein, tief aus. Muss ich so sein, wie ich geschrieben wurde?